ein Raum für Medienkulturen der Welt, so bezeichnen wir das. Medienkulturen steht dabei im Plural und es kennzeichnet eigentlich das ganze Feld von neuen Medien, Computern, Computerkultur und Menschen, die sich damit beschäftigen. Klassische Plattform, wo man kann experimentieren, probieren, wo sich ganz unterschiedlichste Leute treffen, wo irgendwie eine Idee haben, eine Vorstellung, und die wird da debattiert, verhandelt und zum Teil eben dann in 3 Tagen in einem Produkt realisiert. Und das ist immer wieder eine Basis, wo man dann einen Schritt weitergehen kann. Darum bin ich immer wieder da. Heute bei uns am Tag 18 hatten wir eine Buchvernissage und in dieser Buchvernissage haben wir also ein Buch vorgestellt, das vor genau 333 Tagen hier im Tag 18 produziert wurde und zwar von 12 Autoren, die sich vorher nicht kannten, die hier zusammengefunden haben und in 3 Tagen ein Buch produziert haben. Dieses Buch habe ich also hier in der endgültigen Version von mir. Und es nennt sich Überschüsse in die Nacht. Zum Buch Überschüsse in die Nacht habe ich mit Simon Trüb, einem anderen Grafiker aus Zürich, ein Layout aufgebaut, das nach einem sehr freien Raster gestaltet ist. Wir haben nur mit Open Source Schriften gearbeitet, wo auch sehr neue Horizonte in der Typografie zugelassen haben. Das Doc 18 wäre natürlich nicht ein Raum für Medienkulturen der Welt, wenn wir das Buch einfach vorgestellt hätten, sondern wir haben natürlich an diesem Abend heute das Buch live nochmal korrigiert, ein sogenanntes Live-Errater durchgeführt und am heutigen Abend wurden also 12 Veränderungen an diesem Buch nochmals durchgeführt. Es wurden Texte verändert, es wurden Bilder korrigiert, es wurde sogar ein Lesezeichen hier eingefügt von Friedrich Glauser, unserem auch einem der Mitautoren. Und so wurde das Buch also personalisiert und so steht es jetzt eigentlich auch im gut sortierten Buchladen zum Kauf. Ein weiteres Thema wäre also das Grafiklabor, das jeden ersten Sonntag im Monat hier stattfindet. Auch das Buchprojekt ist in Zusammenarbeit mit dem Grafiklabor entstanden. Ich gebe seit 2 Jahren, jetzt glaube ich, einen Workshop jeden ersten Sonntag im Monat, wo wir freie Software im grafischen Bereich vorstellen. Und eine von der Software, die viel im Grafiklabor gesprochen sind, ist Scribus. Jeden ersten Sonntag im Monat freies Grafiklabor mit Alessandro Rimoldi und zahlreichen anderen Teilnehmern. Heute zu Gast im Doc 18 war der Schweizer Grafikerverband und das hatte einen Grund, weil der Schweizer Grafikerverband setzt sich zum jetzigen Zeitpunkt also auch konkret auseinander mit neuen Medien, mit digitalen Welten. Das war auch das Thema von 3 Vorträgen am heutigen Nachmittag. Zu Doc sind wir gekommen, weil unsere Versammlungen machen wir immer dort, was auch passiert. Auf der einen Seite haben wir heute eine reine Verbandsversammlung gehabt. Das ist mehr eine administrative, innenpolitische Angelegenheit. Aber man tut das immer zusammenfassen mit einer inhaltlichen Veranstaltung, wo alle Mitglieder, aber auch externe eingeladen sind, wo wir uns mit einem Thema beschäftigt. Heute haben wir uns mit der digitalen Gegenwart in unserem Gebiet beschäftigt. Und Stock ist natürlich ein Raum, der sich auch mit dem beschäftigt. Und gleich und gleich gesinnt sich gern und inspiriert sich gegenseitig. Wir gehen lieber an einen Ort, wo geschaffen wird und gedacht wird, als in einem sterilen Saal oder in einem Hotel. Stock 18 lädt grundsätzlich auch ein, Leute, also macht auch Veranstaltungen, wo man teilnehmen kann, wo man in einer gewissen kollaborativen Situation also mitmachen kann, mit sein kann. Ja. Die Zeit, die wir im Doc 18 zur Verfügung haben, das sind die Freitage. Jeden Freitag ist hier geöffnet und jeden Freitag gibt es also hier Veranstaltungen, die sich damit beschäftigen, sich auf die Suche zu machen, was eigentlich Medienkultur überhaupt ist. An der Stelle kann man vielleicht also alle einladen, die sich
bemüßigt fühlen oder in irgendeiner Weise glauben, Medienkultur zu produzieren oder auch zu konsumieren, seid herzlich eingeladen, Instock 18 und eure Medienproduktionen oder Konsumptionen mitzubringen und hier zum Besten zu geben oder einfach nur mit dabei zu sein.